Also, ich habe eine Freundin in der Agentur. Die hat vor kurzem auch einen Exklusivvertrag ergattert. Mit genau derselben Schadensersatzklausel, die auch in meinem Vertrag steht. Bei Verträgen in der Größenordnung so üblich. Ja, ja, das hast du mir alles auch letztens schon ganz genau erklärt. Das Problem ist nur, dass ein Ex-Freund jetzt Nacktbilder von ihr ins Netz gestellt hat. Okay. Und jetzt hat sie natürlich Angst, dass sie einen Haufen Geld bezahlen muss. Schlecht aus für deine Freundin. Wenn sie der Marke in der Öffentlichkeit durch ihr Verhalten Schaden zufügt, dann greift die Klausel. Könnte sie dagegen klagen? Nein. Das ist ein Vertragsbruch. Entschuldige mich kurz. Olivia Schneider? Na, Kleine? Hast du mich schon vermisst? Ich bin gleich wieder da. Was willst du, Tobias? Leider ist nur der Gedächtnisschwund. Wir hatten eine Abmachung. Wegen der äußerst geschmackvollen Fotos, die ich von dir gemacht habe. Was willst du für die Schmierbilder? Das sind ästhetische Aktfotografien. Bis auf die zwei, die fast schon ein wenig billig wirken. Es gibt diverse Männermagazine, die sich mit Sicherheit einen ordentlichen Preis dafür zahlen würden. Ich will sie wiederhaben, und zwar alle. Du hast Angst, dass du deinen Exklusivvertrag verlierst, oder? Das wäre wirklich schade, ja. Am besten, du kommst gleich morgen bei mir vorbei. Mit 10.000 Euro in bar. Ich weiß nicht, ob ich in so kurzer Zeit so viel Geld auftreiben kann. Dir wird schon was einfallen, Miss Topmodel. Also bis morgen. Du liebst Sarah also wirklich nicht mehr? Nein. Sie hat mich die ganze Zeit mit Leonard betrogen. Ich werde da wohl einen Grund dafür haben, diese Frau zu hassen. Liebe und Hass, das liegt nicht so weit auseinander. Ich dachte, du bist Boxer und kein Philosoph. Mann, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Sarah und Rebecca, die kapiert das nicht. Ja, selbst wenn es so sein sollte, Sarah ist trotzdem andauernd Thema, Gregor. Hast du eigentlich schon mal überlegt, wie es Rebecca dabei geht? Es geht hier nicht um Rebecca. Natürlich tut es das. Mann, die merkt doch auch, dass sich Sarah noch beschäftigt. Sie muss denken, dass du sie noch liebst. Meinst du, das ist so ein tolles Gefühl? Ich weiß doch auch nicht. Du musst dir einfach mal über deine Gefühle für Sarah klar werden, Gregor. Und wenn du schon dabei bist, dann überleg dir gleich, was du von Rebecca willst. Alles andere ist nämlich unfair. Erpresst der Typ dich immer noch? Nein, da hast du was falsch verstanden. Hast du Elisabeth gesagt, dass es die Nacktfotos von dir gibt? Was denkst du denn, warum Sebastian da sitzt? Die Rechtsabteilung ist eingeschaltet, das ist also kein Problem. Darf ich jetzt gehen? Hey, alles klar bei dir? Ja, ich muss nur noch was erledigen. Vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du für mich zahlen? Okay. Das macht 12:30. Ich find's übrigens super, dass du meiner Cousine hilfst. Ja, diese Nacktfotos sind klarer Vertragsbruch. Sieht richtig schlecht aus für Olivias Freundin. Olivias Freundin? Ja, irgend so ein Model aus ihrer Agentur. Ja, stimmt so. Danke. Ich muss los. Mach's gut. Du auch. Hab ich's doch gewusst. Morgen. Hi. Und? Wie geht's? Glaubst du eigentlich, ich bin doof? Du hast mich angelogen. Du hast Elisabeth kein Wort gesagt. Sebastian hat keine Ahnung davon, dass es Nacktfotos von dir gibt. Hast du ihm etwa was davon erzählt? Nein, aber warum hast du nicht mit ihm geredet? Du kannst dich doch nicht erpressen lassen. Was soll ich denn machen? Wenn die checken, dass es diese Bilder gibt, dann bin ich meinen Auftrag los. Noch dazu muss ich Schadensersatz leisten. Sebastian kann dir helfen. Wie denn? Er hat doch selber gesagt, dass es sich um einen Vertragsbruch handelt. Das ist nicht zu machen. Und jetzt? Willst du dem Typen Kohle geben? Mann, Olivia, lass den Scheiß aus der Nummer, kommst du nie wieder raus. Das ist meine Sache, okay? Wo willst du hin? Ich muss zum Shooting. Olli, was gibt's? Hey, Sebastian. Ich brauch deine Hilfe dringend. Hey. Hey, was kann ich denn für euch tun? Wir suchen Olivia Kitty. Keine Ahnung, wo Olivia ist. Sie hat was von einem Shooting gesagt. Weißt du da was von? Shooting? Heute? Olivia hat kein Shooting heute. Okay, also hat sie uns angelogen. Hoffentlich macht sie keine Dummheiten. Also, ich habe wirklich alles versucht, aber in der kurzen Zeit konnte ich wirklich nur 5.000 auftreiben.
Aber wie gesagt, du bekommst den Rest so schnell wie möglich. Kann ich jetzt meine Fotos haben? Dein Handy klingelt. Also, was ist jetzt? Ich meine, 5000 Euro ist doch eigentlich eine solide Anzahlung, oder nicht? Jetzt komm schon, gib mir die blöden Fotos. Glaubst du allen Ernstes, dass ich die Kohle so dringend nötig habe? Was machen wir jetzt? Sie darf auf keinen Fall auf die Erpressung eingehen. Das habe ich ja auch gesagt, aber sie hat Schiss, ihren Auftrag zu verlieren. Den verliert sie nur, wenn die Bilder in die Öffentlichkeit kommen. Wie wollen wir das verhindern? Oh mein Gott! Dieser Guttner ist doch nur ein kleiner, mieser Fotograf. Wir haben die ganze Holding im Rücken. Mit dem werden wir fertig. Okay, dann besuchen wir ihn doch. Kitty, wir brauchen die Adresse von dem Fotografen Tobias Guttner. Aber warum hast du mich denn dann mit dem Geld herbestellt? Wenn ich dir gesagt hätte, worum es geht, wärst du nicht gekommen. Okay, und um was geht's? Ja. Das ist doch wohl offensichtlich, oder? Ich krieg eine Nummer und tu die Fotos.